Hallo und herzlich willkommen zu Caboose 22 oder Caboose 22, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall wurde mir dieses Spiel sehr empfohlen und wundert euch nicht über die Ränder links und rechts und unter mir, weil gerade ist es doch ein bisschen Inception-Style, aber ich brauchte einen Hintergrund, weil dieses Spiel unterstützt Tatsache nur 1280 zu 1024, das ist das Maximalste. Von daher kann ich es leider nicht voll mit aufnehmen, aber es wird wohl okay sein. Mir wurde das Spiel sehr empfohlen, weil es wohl sehr Resident Evil-like ist und weil die Synchro wohl unglaublich gut sein soll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber guck mal rein. I'm aware of the new evil, and I know who they are. Adam and Eve, all they had to do was not eat that damned apple. Satan was trying to prove himself, and he did it. I have witnessed that the holy justice did not take place. The world is changing, and I can see it. Power, happiness, health. Human beings are being led by these passions. At the year 1995, a power started to offer these passions secretly. It was spreading fast. The number of happy people increased in the world, and others were looking for it. Wanting it too. And at February 2000, the secrecy was needed no more. Everyone was exposed to this new belief. Yes, right. You have the power, happiness, and wealth more than enough. And you live for centuries. Just like living in God's promised heaven. All you have to do is believe in it. And all you have to know is that this will last to your last breath. Many governors from all around the world started to convert to this new belief. On the year 2002, it declared war to the rest of the universe to rule them all. Most of the countries accepted this new order without conflict, and a few other remaining powers tried to fight back. But it didn't take long for them to fall one by one. The world came under control by a single power, which has split the world into 22 pieces. He sent his most loyal followers to this region to war. All other powers in the universe were getting excited and eager to serve him. You can never win. You can never win. No! This is where your belief ends. Okay. Hallo? You won't believe this, David. They are retreating. We defeated the Madden. Hold on. Calm down. Now explain to me from the beginning what's going on. Do you have the map? Yes, the map is in front of me. They have nearly retreated from everywhere. Hold on. Okay. Okay, now explain slowly. I'm listening. How can this be? Do you start the operation? No, the clash started from outside from within the inner area. The inner areas are clear now. The people are on the street. It's like a carnival. You should see this. Isn't this what we've been fighting for? Are you coming? 20 minutes later, I'll be there. Prepare my vehicle. I'm going to Catechus. No need, soldier. Catechoe is now ours. Hey, Blue, are you there? What's that noise? What's happening there? Anyone hear me? Someone answer me. Hey, Blue! Hey, Blue! Hey,
Ich habe so viele Fragen. Erstmal, wo stand ich überhaupt? Also erstmal, die Synchro ist natürlich meisterhaft. Also sie hätte nicht besser sein können. Ich bin der Meinung, diese Stimme sogar schon öfter mal gehört zu haben. Fussel, geh weg. Also anscheinend sind wir in einer Welt, wo es die Absolution gab, wo alle Leute, die an Gott geglaubt haben... Okay. Wo alle Leute, die an Gott geglaubt haben, erstmal in den Himmel gekommen sind und der Rest ist jetzt in der Hölle gefangen, was gleichzeitig noch die Erde ist. Und, warum machen die Monster irgendwelche Half-Life 2 Monstergeräusche? Warum ist seine Uniform einfach automatisch Blut? Das ist seine Tarnfarbe, Blut. Seine Karre besteht aus Blut, alles besteht aus Blut. Hier gibt's nichts, was nicht blutig wäre. Apropos, ich habe in den Optionen das Blut sehr hochgestellt. Ich müsste, wie wäre es mit einem kleinen Tutorial, wie ich irgendwie steuere oder so? Wäre mal ganz nett. Oh, oh, okay. Aha, okay, hier sammle ich ein, schätze ich. Ja, wunderbar. Könntest du laufen? Ist das eine Option? Ja, wunderbar. Ich komme über... Das Ding ist, der Typ, der von Satan erzählt, klingt wie Satan. Also, er klingt schlimmer als wie alles andere. Dem Typen würde ich nie vertrauen. Eine gute Nachtgeschichte. Hey, Soldier, don't think I'm going to make it so happen here. It was so sudden. We couldn't do anything. They came from everywhere, even from the ground. Shh. Try to relax. You're gonna be fine. I don't think so, sir. They are coming. They are coming. You must leave while you still can. Quiet, Soldier. Dem Typ fehlt ein Auge, ein Bein und wahrscheinlich noch andere Gliedmaßen, die ich gerade nicht erkenne. Ich wage zu bezweifeln, dass es sich lohnt, für den zurückzukommen. Okay, ich müsste irgendwo ein Menü haben. Dieses Menü müsste man mir kurz zeigen. Wäre nett. Inventory? Nein. P. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, ich kann nicht mal Steuerung gucken. Gut. Hier habe ich eine... Auf H habe ich eine Map. Die Hap. Okay. Dann haben wir G hier. Na, weh, du schießt. Ich weiß nicht, wie viel Munition du hast. Leertaste vielleicht? Nein. Okay. Wir finden das noch raus. Entfernen, Bild hoch, runter, Position einfügen. Nein. Irgendeine Nummerntaste. Ah, ich kann über Nummerntasten lenken. Okay. So eine kleine Einführung wäre trotzdem ganz nett gewesen. Ich bräuchte halt die Menütaste. Verdammt. Nein. Eine Menü. Oh. M. Menü. Das macht Sinn. Das kann ich mir merken. Hier sind meine Waffen. Gut. Gegenstände sind... Wie komme ich zurück? Gar nicht. Gegenstände. Was ist das? Vollständige Gesundheit. Das ist vollständige Gesundheit. So sieht das aus. Dokumente habe ich gar keine. Wunderbar. Waffen. Rüsten wir gleich mal die aus. Warum auch nicht? Weil wir haben es ja. Hier war Laufen. Da war Stance. Okay. Ich komme da so langsam rein. Hoffe ich. Oh, ich muss aber nicht nach oben und unten zielen, oder? Nee, wunderbar. Die Gegner befinden sich alle auf der gleichen Ebene. Das ist wunderschön. So, ich schätze mal, hier ist nichts. Die Tür ist verschlossen. Wunderbar. Die Tür ist verschlossen. Ich muss sagen, die Grafik ist aber zumindest ganz gut. Hier bewegt sich so irgendwo zwischen PlayStation 1 und PlayStation 2. Das ist okay. Da, die Grafik ist tatsächlich das Beste an dem Spiel bis jetzt. Hallo, willkommen in Raccoon City. Haben Sie sich unser Prospekt angeguckt? Zombie-Apokalypsen sind inklusive. Was die klemmt und ich brauche etwas, womit ich den Rost entfernen kann. Wie wär's mit deiner Waffe? So, wir gehen jetzt zurück und da kommt eine Cutscene. Keine Cutscene? Vielleicht eine Cutscene? Damit sie was. Ich glaube, es ist leer. Okay. Also, wir müssen irgendwas. Wolltest du nicht eben mal kurz nachgucken und dann wieder zurück? Oh, mach doch gleich auf. Ah, scheiße, Menü. Dokumente. Gucken. Debatte über genetische Klone. Am 8.3.1997. Okay. Die weltweit führenden Wissenschaftler sind gestern Abend in Amerika zusammengekommen. Während dieser Konferenz wurde die Fortschritte in der Gentechnik diskutiert. Die Wissenschaftler, die auf der Konferenz zugegen waren, zeigten sich schockiert über das Gerücht, dass die europäischen Wissenschaftler Tests zum menschlichen Klon durchführen sollten. Hatten tun. Und so weiter. Da haben sie wohl noch nie was von Dolly gehört, ne? Okay, hier ist ziemlich alles tot, wunderbar. Ich war jetzt ja theoretisch gucken. Müsste ich jetzt zurück zu meinem Kollegen und ihm sagen, hey, da war nichts, hast du was eingebildet mit deinem nicht vorhandenen Blutrausch? Er ist gestorben. Okay, ja, das war einfach. Gut, dass ich nochmal gucken war. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Tür auf ist.
Oh, Kamerawinkel, wunderbar. Moment, diese. Moment. Ist jetzt gleich links neben mir eine Tür. Nee, ich dachte. Sonst hätte ich Tatsache sagen müssen, das ist jetzt aus. Ein Klinkenkabel. Ganz schön. Das wäre sonst nämlich ziemlich von Resident Evil 3 geklaut gewesen. Wann kommt denn der erste Gegner? Oh, ein Spray. Rostentferner. Cool. Gehe ich jetzt nochmal da rein? Ja, was soll's. Wenn das jetzt die Tür ist, die ich gleich entroste, und ich dann einfach nur gleich auf der anderen Seite wieder rauskomme, dann werde ich aber ein bisschen krantig. Leiser kann man eine Tür nicht zu machen, ne? Du weißt, hier laufen überall irgendwelche Monster oder sowas rum. Oder knallt einfach die Tür. Warum auch nicht? Übrigens habe ich die Chance, die Stunde der Wahrheit, die Stunde. Jetzt war ich so in meinem Gelaber fasziniert, dass ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Ja, ja, komm, ist egal. Ich habe in den Optionen direkt mal das Blut komplett hochgestellt. Und ja, ich habe es auf Rot gestellt. Sollten sich Kinder unterhalb von 12 Jahren in diesem Raum befinden, die gerade dieses Video gucken, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um auszuschalten. Denn ich glaube nicht, dass das für euch geeignet ist. Letzten Endes interessiert es mich aber auch nicht. Und wenn ihr euch das angucken wollt, guckt ihr es euch so oder so an. Von daher kann ich nicht viel machen, also viel Spaß. So, wunderbar. Immerhin kommt keine Türanimation. Oh, aha, 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 ich habe das gesehen. Hier ist eine verschlossene Tür, die ich so oder so nicht gesehen hätte. Okay. Wer quietscht hier? Warum quietscht hier? Da ist eine Blutlache. Interessiert mich nicht. Ah, natürlich ist sie verschlossen. Das ist gleichzeitig auch Silent Hill, wo eigentlich jede Tür verschlossen ist. Knäuschen. Hallo. Ist hier jemand? Nein. Hä, warum ist der Bildschirm jetzt schwarz geworden? Okay, Vampir, verbrenne! Warum auch nicht? Pakete. Okay. Eigentlich wollte ich mir das Poster angucken, da ist der Bildschirm schwarz geworden. Nicht, dass ich jetzt eine Cutscene übersprungen habe. Das würde mir natürlich... Das ist der Resident Evil 1 Zombie! Das ist der allererste Zombie! Ich erkenne die Jacke wieder. Warum fressen die Aliens Zombies? Das macht keinen Sinn. Das ist wahrlich die Apokalypse. Okay, da hinten ist nochmal ein Poster von Siegfried und Roy oder so. Ah, mittlere Gesundheit. Eigentlich heißt das Medikit, aber ich bin mal nicht so. Er läuft aber auch ziemlich casual durch die Gegend. Wow, ihr könnt euch teleportieren, das... Ja, okay. Ja, das kann... Darf ich mal... Okay, kein Game Bang, bitte. Danke, sehr nett. Ich hab gleich schon keine Munition mehr. Vielleicht sollte ich nicht alles erschießen, was mir so auf den Weg kommt. Kann ich nachladen? Nein, muss ich das im Menü tun? Habe ich überhaupt Munition? Ja, habe ich. Aber ich benutze lieber die Pistole erstmal. Weil für die habe ich offensichtlich sehr viel Munition, die ich erstmal verballern kann. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange ich das spielen werde. Mal gucken, wie lang es ist. Und ob es spannend bleibt, jetzt gerade ist es okay. Dann sollten. Ach nee. Nee, weißt du, gerade nicht. Ja, geh mal weg hier. Da ist was. Hier ist was. Oh mein Gott, der ganze Park ist voll mit irgendwelchen Items. Du warst außerhalb meiner Reichweite. Kommen die aus den Autos gekrabbelt? Das Problem ist, ich weiß, da draußen war noch was. Das will ich jetzt auch haben. Was das hier? Wow, das ist eine ziemlich große Kiste für ein paar Pistolen. Vorhängeschloss, aua. Obwohl, ihr macht jetzt auch nicht so derbe viel Schaden eigentlich. Also bekämpfen muss ich euch nicht. Ja, so die super passiven Gegner. Oh, ein Klo. Ey. Seitdem ich angekommen bin, muss ich auf Klo. Aber wie ein großer. Bezahlbürste. Naja. Was bist denn du? Wo schieße ich hin?
Kann ich doch nach unten ziehen? Kann man dich überhaupt erschießen? Nein. Okay. Gut, dass ich es versucht habe. Oder... Alter, du bist ja schlimmer als eine Küchenschabe. What the fuck? Kann ich vielleicht doch nach unten ziehen? Nur ich weiß es noch nicht. Ja, nein, nein, nein. Solange ich noch nicht weiß, ob ich nach unten ziehen kann. Bleib mal kurz weg. Weißt du was? Ich versuch's draußen. Da kann ich auch in Ruhe mal gucken. Ich meine, ich dachte, auf dem Klo wäre man eigentlich ungestört, aber... Hm. Wie habe ich das gemacht? Oh Gott. What the fuck? Okay, ja. Sag mir jetzt aber trotzdem noch nicht, ob ich hoch oder runter ziehen kann. Es scheint mir nicht so. Es scheint nicht so, als könnte ich das. Einen Moment, ich werde mal kurz meinen Controller anschließen. Okay, kein Controller Support. Okay. So, ich hab's versucht. Nein, es gibt keinen Controller Support, soweit ich das jetzt gesehen habe. Vielleicht müsste ich auch einfach nur nochmal das Spiel ausmachen, oder habe ich jetzt gar keine Lust zu. Ich weiß ja, wie ich zutreten kann. Jetzt weiß ich, wie man zutreten kann. Ich dachte, das wäre eins gewesen. Da war noch ein Gegenstand. Okay, ich muss mal zurück. Ist die Frage, habe ich limitierten Platz oder so? Tapsan. Tapsan Pistolenkugel. Okay. Ich weiß nicht, was hier überhaupt irgendwas bedeutet. Ah, brauche ich hierfür meine Überbrückungskabel? Okay, läuft. Brauche ich mehr Kraft? Muss den Sicherungskasten finden. Okay. Muss ja dann theoretisch irgendwo, muss er dann doch da drin sein? Man sieht halt aus wie Generator. Ach, das ist ein Wasserspeicher. Hä? Yay, eine Map von dem Gebiet. Ich kann da einen Scheißdreck drauf erkennen, weil das Ding sicherlich schon mal irgendwann im Ofen lag. Was für ein Ding? Wir haben noch eine Bürste, ist doch gar kein Problem. Menü, Gegenstände. Zahnbürste benutzen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber... Oh. Er wischt rechts und überall wird's hell. Okay, warum nicht? Ja, nein, nein, ja. Okay, das hilft mir jetzt nicht so viel. Ach, hier ist ja noch ein Raum. Also ja, nein, nein, ja. Okay. Merken wir uns mal. Hallo. Okay. Ja, nein, ja, nein, nein, ja. Jop, okay. Dann war es andersrum. Easy. Okay. Wunderbar, dann geht ja jetzt endlich das Rolltor auf das ich jetzt schon so ewig lange gewartet habe. Hallo, ist hier jemand drin? Kann hier irgendwas für jemanden tun? Oder ist ein Schlüssel? Schlüssel D2. Schön. Vodafone war wohl zu teuer. Hier lang, da. Ist hier noch irgendwas? Ein schwarzes Brett. Ach, danke. Sehr zuvorkommt. Der Computer ist ausgeschaltet. Danke! Die offensichtlichen Sachen kann ich mir selber beantworten. Oder magst du mir sagen, was das ist? Dafür habe ich keine Verwendung. Okay, danke. Hätte mich jetzt interessiert, aber... Alter! Aua! Pass auf, ich packe hier gleich meine Ninja-Skills aus. Komm ran! Cool! Ich bin der beste Nahkämpfer! Schrägstrich Polizist, Schrägstrich SWAT-Teamleiter, den du hier gesehen hast. Mann, versuch mir hier nicht zu aua. Warte, ich muss kurz nachladen. Ich habe, glaube ich, einmal getroffen.
Ah, oh, da hinten ist noch so eine Drecksau. Jo. Ist das echt Absicht, dass man nur so schießen kann? Nicht mal jeder Schuss trifft. Oh, komm runter. Komm runter. Ich verbrenne alles, okay. Okay, da haben wir einen Zettel. Gucken wir uns gleich an. Hier ist aber auch jeder Raum voll mit Shit. Also. An Munition und so haben sie ja während der Apokalypse zum Glück nicht gespart. Tschüss, mein Computer. Was mit der Munition? Danke. Sehr nett. Wenn du schon Mr. Obvious bist, wäre es auch ganz nett, wenn du dir einen Kram mitnehmen würdest, der anscheinend sehr obvious ist. Eine T-80-Mine. Okay. Ich spare mir die mal auf für Eventualitäten. Mhm, sonst ist hier nichts weiter. Aha, noch weniger. Eine Tür. Verschlossen. Schlüssel verbraucht. Okay. So, leider konnten wir immer noch nicht unsere Martial Arts Skills raushauen, aber naja, es kommt noch. Wow, okay, alles klar. Noch ein Soldat. Nicht der Soldat ist das, was mich interessiert. Dankeschön. Was geht hier ab? Alter, was geht? Macht der Soldat so was? Was macht hier so eine Geräusche? Ach, das Spiel wurde gespeichert. Okay, sehr nett. Laufen Sie ins Pentagramm, das ist total sicher. Verschlossen. Natürlich. Ach, ich dusche schon wieder. Geringe Gesundheit. Okay, gleich vier Packen gleichzeitig. Man, das Spiel muss ja denken, es ist Hardcore. Entweder wird es noch Hardcore oder ich habe keine Ahnung. Okay, alles gut. Komm her, ich will dich treten. Er weicht aber auch derbst zurück, ey. Wo bist du, Schisser? Gehst mir auf den Sack. Dafür habe ich keine Verbindung. Hier nicht, da nicht, bla bla nicht, sowieso nicht und so und überhaupt nicht. Aha, aha, aha. Okay, also bis auf der Safe. Der Safe. Oh Mann, komm her. Was hast du jetzt gerade gesagt? Ich kann nicht nochmal speichern oder was? Ach, weißt du was? Lass mich in Ruhe. Okay, warum auch nicht? Ich muss hier weg. Okay. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. So, kann ich da noch rein? Nein. Okay, also wir haben jetzt... Schraubschlüssel? Was mache ich denn jetzt Tolles mit dem Schraubschlüssel? Kommt er hier! Bam! Okay, das hat einen Scheißdreck gebracht. Aua. 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 Ah! Geh mal weg. Nur kurz mal lang. Keine Sorge, ich habe erst genug zum Heilen. Ich werde schon nicht sterben. Falsche Richtung, mein Freund. Wo kommt immer wieder der gleiche Rabe her? War aber doch schon ein bisschen enge. Ja, am Arsch, vollständige Heilung. Lügen tust du auch noch. So, Vorhängeschloss. Kann ja nur... Nein, okay. Wir haben ja noch ein bisschen zur Auswahl. Wie sieht's denn damit aus? War das ein Drahtschneider? Das sah aus wie so ein... Versteht schon, ich kenne die Fachbegriffe von Werkzeug nicht. Ich meine ein...
Klammerding halt. Ein Klammerding. Ihr wisst auch, was ich meine. Oh, Neuladen, 14 Schuss, wunderbar. Passen in so einer Waffe nicht normalerweise 15 Schuss rein? Warum sparst du dir den einen Schuss? Hat das irgendeinen richtigen Grund? Ich habe keine Ahnung. So. Jetzt wäre ein guter Moment, um zu speichern, aber nein, okay. Normale T80-Mine. Möchtest du dir ein paar Werkzeuge mitnehmen, falls du noch eine Tür aufhäckseln musst oder sowas? So, was haben wir hier? Wurde angekotzt, oh mein Gott, nein, ich schon wieder. Ah, ich nehme einfach nur die Scheiße mit, der hier liegt, aua. Was sagst du dazu? Eine Musikbox, verschossen, ich brauche irgendwas. Okay, tschüss. Ah, vollständige Gesundheit, was machst du da? Ich habe keine Ahnung. Geh mal wieder zurück. Ihre. Ach, das ist keine Tür. Eine geschnittene Plattplatte. Ah, gut, dann töte ich das wieder auch. Mein Gott. Mit dem Kamerawinkel aber auch echt extrem geil, wenn ich nicht mal weiß, wann das Vieh unten ist und wann nicht. Jetzt so. Ah! Shit. Komm runter! Auf Enter lade ich nach. Okay, gut zu wissen. Ah, nein! Ah, verdammte Scheiße! Ah, Gott, verdammt! Du schießt davor! Oh Gott! Treff das Kackvieh doch! Wo ist dein Problem? Hast du den Arsch offen? Wo hast du schießen gelernt? Selbst ich kann besser schießen als du. Oh. Ich sehe es nicht. Ist das wie unten oder ist es oben? Oder ist es nur halb unten? Ist es halb oben? Ich habe keine Ahnung. Natürlich muss er jetzt nach. Ich meine, du stehst unter dem Vieh, greifst am Schwanz und ziehst runter. Danke. Ich sehe noch ein Vieh. Oh. Boah, mach hin, ey. Was bist du überhaupt? Fliegenqualle? Ich hab keine Ahnung. Schön, schön, dass wir das hinter uns bringen konnten. Das freut mich natürlich ungemein. Eine Holzschneidemaschine, ja. Wie wär's, wenn du die scheiß Musikbox einfach ausschneidest? Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Er könnte mir zumindest sagen, nein. Wäre eine Option, aber ich glaube, hier, mach einfach das nochmal. Nein, okay. Gut, wir haben Stecker. Und wir haben ein Ding, wo wir Stecker reinstecken können. Stecken. Ich benötige doppelseitige Klinkenkabel. Ja, haben wir doch. Ich muss auch die andere Hälfte finden. Oh Gott, ich muss sie kombinieren. Kombinieren! Ist das hier die andere Seite? Oh, das ist das. Bin jetzt hier. Ja, das weiß ich aber nicht so ganz genau. Information! Moment, hat das Ding gerade geleuchtet? Dein Ernst! Oh, ich kann mir keine zwei Sekunden merken, welchen Gegenstand ich gerade benutzt habe. Ah, der war's. Okay. Du leuchtest und du. Du.
Was habe ich gerade beim ersten Mal gemacht, dass das funktioniert hat? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, er leuchtet zuerst, dann verbinde ich ihn mit dem. Dann leuchtet der da oben. Dann nehme ich den und verbinde ihn mit dem hier unten. Dann leuchtet der. Dann nehme ich den und leuchtet... Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Aha. Ist das normal, dass das so ein Ratespiel ist? Ich bin mir nicht sicher. Okay, was auch immer. So löst man Rätsel heutzutage. Versucht einfach. Ich weiß, ich hatte irgendwann mal einen Zettel eingesammelt. Den könnte ich jetzt vielleicht eigentlich mal lesen. Weil die Geschichte ja sehr interessant ist. Was hat denn den Menschen nicht gereicht? Warum können sie nicht teilen? Warum immer mehr? Immer mehr? Es war doch alles schon längst versprochen. Was versteckt sich hinter dem Wunsch, sich blind an irgendwas zu binden? Wurde dieses Verlangen nicht erst durch das Wesen gegeben? Diejenigen, die an ihn glauben, sind blind. Sie beten sich selbst und diese Weltordnung an. Und das schottet... Was? Und das schotten sich komplett... Was? Nicht an und schotten sich komplett von der Realität ab. Was für ein Schmerz bereitet es mir zu sehen, dass sie in der Menschheit, Mehrheit sind und dass sie gewinnen werden. Und warum kann ich nicht mehr lesen? Das Spiel macht mich kaputt. So sieht aus wie ein Bosskampf, oder? Ja, Tatsache, ich komme an ihm wirklich vorbei. Moment! Ich würde da gerne was benutzen. Das war schon nicht einfach. Gott, der Typ ist langsamer als eine Schnecke. Kanalisation. Warum bin ich hier eigentlich? Was? Wo ist... Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt überhaupt gerade mein Sinn ist, weil das letzte, was ich vernommen habe, war, wir brauchen deine Hilfe. Okay, ich komme. Eloy, Eloy. Und schon sind wir da. Dann gab es dann, oh, ein Krematorium. Und dann gab es da einen Soldaten, der hat gesagt, Chef, ich schaff's wohl nicht. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, doch, das schaffst du. Ich guck mich kurz um. Und das kurz ist jetzt, keine Ahnung, schon wieder 1000 Jahre vorbei. Ich meine, der Typ ist auch schon lange tot, aber... Immerhin haben wir gespeichert. So. Ich schätze mal, ich werde maximal noch bis zum nächsten Speicherpunkt spielen, falls ich noch einen finde. Ach, das musst du mir jetzt unbedingt erzählen. Das war jetzt so eine wichtige Information. Was? Govenbank. Govenbank. Oder Govenbank. Was ist das hier, eine Bank? Oder ist das ein Krematorium? Und wenn das eine Bank ist? Warum liegen denn im Hintergrund, also im Garten, so gesehen, Särge? Falls das Särge sind? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat er gesagt, es sind Särge? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt ja was im... Oh Gott, ich sehe nichts. Vielleicht liegt ja was im Sarg, im offenen... Mein Gott, der Sarg wurde zerstört. Oh. Das ist das Schrägste, was ich heute gesehen habe. Nee, 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 nee. Hier irgendwo auf einer Bank vielleicht. Irgendwas. Ein Schlüssel. Irgendwie. Wer redet da mit mir? Warum nicht von Angesicht zu Angesicht? Warum hinter meinem Rücken? Warum muss das sein? Ich meine, gerade hat er ja schon Schlüssel benutzt gehabt, wenn es wichtig war. Aber ich versuch's trotzdem mal. Was ist das für ein Schlüssel? Hilfreich. Danke. Ein Schlüsselbund, das hätte ich jetzt so ja gar nicht gesehen. Okay. Okay, gibt's hier irgendwas? Hier, vielleicht. Hier, hier, da, hier, hier. So eine Taschenlampe für deinen Einsatz hätte ich übrigens auch nicht schlecht getan. Einfach so trotzdem dunkel durch die Gegend zu laufen. Das Problem ist, ich habe natürlich auch gleichzeitig noch die Lampe, die mir direkt ins Gesicht scheint. Damit ihr mich besser sehen könnt, aber dadurch kann ich schlechter in so einem dunklen Spielen sehen. Das ist natürlich sehr schlecht. Aber ich weiß mich hier schon durch, irgendwie.
Wow. Okay. Das war peinlich. Aber so ist es. Oh, da ist was. Was das? Was das? Was das? Oh, eine mittlere Gesundheit. Langweilig. Ach, das wäre eine Schaufel oder sowas. Was? Diese Tür ist nicht verschlossen? Da geh doch gleich durch! Ach, übrigens, diese Tür ist nicht verschlossen. Aber du darfst doch nicht durch. Oh mein Gott, ah! Ah! Lasst mich kurz nachladen. Oh, das mache ich mit einer Hand, weil ich ein cooler Sack bin. Wow, wie viel muss ich in euch reinpumpen, damit ihr sterbt? 3 Schuss? Ah, da, da kannst du zuschlagen. Okay. Nee, weg! Ah, warum habe ich noch das Gefühl, dass die Gegner irgendwie... Ich glaube, die normalen Gegner lohnen sich tatsächlich nicht abzuschießen. Das Fight, das ist eine Schere. Warum liegt hier eine Schere? Hallo. Wo bin ich überhaupt jetzt eigentlich genau? Das sieht alles irgendwie so... Die ganzen Teilsets sind irgendwie alle zusammengeschissen. War ich hier nicht schon mal? Ist das nicht das Ding aus dem Anfang? Wie komme ich hier wieder? Warum bin ich wieder hier? Warum ist da jetzt ein Zettel? Habe ich den beim letzten Mal übersehen? Ich will nicht im Kreis laufen. Ah. Okay, nochmal zurück. So, wir kommen von hier. Dann laufen wir hier lang. Allerdings erinnere ich mich an die Gasse hier gerade null. Habe ich die Gegner alle... Doch, ich glaube, ich hatte die Gegner einmal laufen lassen. Wo kommst du her? Oder ist ein Zettel? Ah, ah, die Geschichte, die Geschichte. Ah, ah, hier liegt unser Zombie-Freund. Okay. Au, danke. Au. Au. Also ich muss sagen, die Gegner sind wesentlich nerviger als wie die Zombies aus Resident Evil. Aber auch unglaublich ungefährlich. Also wie ich jetzt schon angegriffen wurde und ich jetzt gerade mal einen Heilgegenstand gebraucht habe. Wir haben es ja. So. Oh, weiter gucken. Jetzt haben wir so viele tolle Zettel. Da freue ich mich ja richtig in der Hose, ey. So, was ist hier? Die Tür ist nicht verschlossen, dann geh durch. Oh. Das müssen, oh mein Gott, ja, okay. Da waren wir auch schon. Das ist schön, dass alles zu einem gleichen Ding führt. Away from war, away from freedom, and from happiness. You don't look good. Can you remember what's happening here? The only thing I remember is to meet my daughter here soon. Like, I can look around. You wait here. How would I recognize her? All I have left is one picture of her. Wait here. Don't move. Okay. Ich habe diesmal nichts gedrückt. Was passiert mit den Cutscenes? Darf ich nicht laufen während der Cutscenes? Das ist schlecht. Weil normalerweise laufe ich zu den Cutscenes hin. Ah. Okay. Ich meine, ich muss... Irgendwie muss ich mich ja bewegen. Aber dann überspringe ich die Cutscenes. Du kannst doch jetzt nicht von mir erwarten, dass ich hier die ganze Zeit durch die Gegend laufe wie ein Blöder. Also gehe. Als hätte ich Zeit. Oh. Ja, komm, das haben wir noch rein. Was ist der Sinn dieser Raums? Verschlossen, verschlossen, verschlossen.
Typ ist weg. Der ist verschlossen. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wo ich hin muss. Das ist natürlich super. Das alles. Okay. Türkigubi-Junie. Aivalir Ramazan. Okay. Karum Kisum Eisem. Aha. Das soll seine Tochter sein? Ich bin mir nicht so sicher. Ah, neuer Religionskult für die Reichen und Berühmten. In den letzten Tagen kam ein neues Gerücht auf, dass ein neuer Kult Hauptquartier in den meisten Ländern der Welt errichtet hat. Was diese Behauptung besonders interessant macht, ist, dass viele Berühmtheiten, darunter sogar einige Politiker, diesem Kult beigetreten sein sollen. Der Einfluss des Kultes auf die Politiker wird wesentliche Auswirkungen darauf haben, wer welchen Staat und welches Land regiert. Der Regierungssprecher wies diese Behauptung weiter von sich. Okay. Das war der doofe Zettel, den hatten wir auch schon. Sie kamen und fragten mich, wer ist dein Traum? Wer ist dein Traum? Was ist dein Traum? Alter, warum kann ich nicht lesen? Wir werden dir geben, wonach immer du verlangst. Ich dachte lange darüber nach und entschied, dass ich ein Leben wollte, das ich mir in meinem kühnsten Träumen nicht vorstellen könnte. Ich sagte ihnen, was ich wollte und bemerkte meinen Irrtum. Diese Macht konnte mir noch nicht einmal das kleinste bisschen Ewigkeit bieten. Vielleicht sterbe ich im Widerstand, aber ich werde nicht einer von diesen Narren sein, die nur leben, um zu überleben. Und dann leben, weil sie leben, leben. So, ich überlege mir gerade. Ich meine, wenn es funktionieren sollte, habt ihr es eh schon gesehen. Aber ich überlege mir gerade irgendwie von woanders die Cutscenes zusammenzusammeln, damit ihr sie sehen könnt. Damit ich auch ein bisschen Kontext bekomme. Was ist mit dem Spiegel hier? Oh, sehe ich heute wie gut aus. Nein, 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 nein. Dieser Raum ist komplett sinnlos. Okay. Weil das Problem ist, er hat mir bestimmt irgendwie erzählt, ja, meine Tochter ist am Eingang oder so ein Scheiß. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Weil das verwirrt mich gerade ein bisschen. Aber okay. Ja, Mann, ist ja okay. Brauchst du mir nur nicht alle 5 Sekunden sagen. Hab ich schon. Okay, ich scheine richtig zu sein. Ich hab vergessen, 4 Schuss reichen. Oh, Kumpel, ich muss gleich nachladen. Jetzt. Geh mal weg, ey. Muss man merken, dass die Viecher nur 4 Schuss brauchen. Ah ja, so cool. Aber ich scheine gerade ja irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein. Und das Spiel ist abgestürzt. Ey. Okay, ich denke mal, das wird es für den ersten Part gewesen sein. Ich hoffe, ich finde die Cutscenes, damit ich sie noch reinschneiden kann. Ich muss gucken, ob ich noch weiterspiele. Vielleicht. Ey. Ich hoffe, euch jedenfalls hat euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.